23 Uhr. Die Nachrichten. Auch die drei im Raum Bonn festgenommenen mutmaßlichen Islamisten kommen noch im Laufe der Nacht auf freien Fuß. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilen, konnten Verdachtsgründe, die eine Untersuchungshaft rechtfertigen, nicht erhärtet werden. Zuvor war erklärt worden, sie hätten möglicherweise eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet. Allerdings sollen die Männer weiter beobachtet werden. So werde sichergestellt, dass von dieser Personengruppe keinerlei Gefahr für die Bonner Feierlichkeiten im Rahmen des Deutschlandfestes ausgehe, hieß es in der gemeinsamen Erklärung weiter. Auch würden die Ermittlungen fortgeführt. Zuvor war bereits ein vierter Verdächtiger aus Offenbach freigelassen worden.